So, hallo zusammen. In der wunderbaren Welt der Mathematik gibt es verschiedenste Beweistechniken, gibt es verschiedenste Beweismethoden, wie man eine Aussage, einen Satz, ein Theorem, ein Lemma beweisen kann. Und mit einer ganz speziellen Beweistechnik wollen wir uns nun beschäftigen, und zwar mit der vollständigen Induktion. Ja? Wir wollen nun ein bisschen Zeit damit verbringen, um ein besserer Freund von der vollständigen Induktion zu werden. Ja? Gut, wie machen wir das? Was ist der Plan? Naja, wir reden erst allgemein darüber. Ja, wir wollen erstmal verstehen, was ist überhaupt die Idee hinter einer vollständigen Induktion? Und dann, die Mathematik ist ja wie Schwimmen, es ist ja wie Sport, man muss es üben, man muss auch Zeit damit verbringen, weil die Mathematik ist auch sehr eifersüchtig. Ja, sie ist sehr eifersüchtig. Naja, wenn man nicht so viel Zeit damit verbringt, dann. Also wenn man nicht viel Zeit verbringt, dann ist es ja wie so, auch wie Klavierspielen, ja wie Musik oder so. Wenn man das dann länger nicht gemacht hat oder so, dann kann sie auch einen verlassen oder man kann es dann nicht mehr so gut. Deshalb muss man das üben, 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 üben. Okay? Deshalb, nachdem wir allgemein über die vollständige Induktion gesprochen haben, werden wir dann die vollständige Induktion auch einüben. Ja? Wie machen wir das? Wir machen das in mehreren Teilen. Ich habe das aufgeteilt in 7 Teile. Und so habe ich das versucht so zu machen, dass wir eine Anwendung von der vollständigen Induktion in verschiedensten Bereichen sehen können. Natürlich gibt es viel mehr als das, aber die habe ich mal ausgesucht. Wir werden ganz einfach, ganz simpel anfangen im ersten Teil, in diesem Teil mit Summen. Mit Summenformeln ganz einfach, die klassische bekannte Gaußsche Summenformel, damit werden wir einsteigen. Okay? Dann zweitens, es gibt auch Aussagen, wo irgendein allgemeiner Ausdruck steht und dann soll man beweisen, das ist zum Beispiel durch 2 teilbar. Das ist zum Beispiel durch 6 teilbar. Für alle n, für alle natürlichen Zahlen oder sowas. Sowas werden wir auch machen. Dann im dritten Teil schauen wir uns Ungleichungen an. Ungleichungen, wo es dann heißt, für alle natürlichen Zahlen oder ab. Eine natürlich oder ab n, ab den natürlichen Zahlen ab 4, ab 3, ab 4 oder irgendwie sowas. Also es muss nicht immer bei 1 starten. Wenn wir uns Ungleichungen anschauen und da wird etwas sehr Interessantes passieren. Wir werden eine Induktion in der Induktion machen. Ja, was heißt das jetzt? Naja, wir werden ja dann gleich sehen, was das heißt, also was eine Induktion ist. Aber werden wir dann die Induktion hier machen, im dritten Teil? Werden wir auf eine Aussage stoßen und die werden wir auch mit der Induktion beweisen. Wir werden dann auch sehen, warum das auch sehr schön funktioniert, wenn wir die Induktion verstanden. Okay, gut. Viertens, naja, wir können ja nicht nur Summen anschauen, wir können auch ein Produkt haben. Ja, deshalb mit Produktformeln beschäftigen uns vierten Teil. Und fünftens, sehr interessant, sehr cool, stellen wir uns eine Funktion vor, die wir ableiten können, die wir differenzieren können. So, und dann leiten wir sie ab. Wir machen die erste Ableitung. Dann machen wir die zweite Ableitung. Dann die dritte, dann die vierte, dann die fünfte. Und dann sehen wir, hey, ich kann für die nte Formel also für die nte Ableitung eine Formel angeben. Also wir sehen dann eine Struktur. Ja? Und die nte Ableitung können wir auch mit der vollständigen Induktion beweisen, dass das auch so ist. Okay? Das wird dann im fünften Teil passieren. Im sechsten Teil, das wird extrem cool. Das verspreche ich euch. Ich habe sogar in Klammern hier schön markiert. Cool. Warum? Es gibt ja, also wenn man die Binomialkoeffizienten hat, dann hat man ja etwas sehr Schönes. Das nennt sich das Pascalsche Dreieck. Okay? Und im Pascalschen Dreieck werden wir eine Behauptung beweisen. Man sieht sehr schön, was diese Behauptung im Pascalschen Dreieck eigentlich bedeutet. Okay, also die Interpretation von dem, was im sechsten Teil passiert, das wird sehr schön, das verspreche ich euch. Und im siebten Teil passiert etwas auch sehr Interessantes, und zwar ist es die sogenannte doppelte Induktion. Eine doppelte Induktion. Naja, wenn wir die Induktion erstmal verstanden haben, dann werden wir auch verstehen, was eine doppelte Induktion bedeutet. Da werden wir eine Potenzformel uns anschauen, und zwar vom Herrn Pascal. Die werden wir uns dort anschauen, noch beweisen. Doppelte Induktion, warum? Naja, bei einer Induktion läuft es immer über natürliche Zahlen.
Und eine Doppeldeduktion bedeutet, wir haben zwei natürliche Zahlen in unserer Aussage. Okay? Also, das ist der Plan, was wir vorhaben. Und genau. Gut, dann starten wir mal zunächst mal allgemein über die vollständige Induktion. Gut, also was ist nun die vollständige Induktion? Zunächst mal zu diesem Wort an sich. Induktion kommt aus dem Lateinischen und bedeutet sinngemäß das Hineinführen oder Hineinleiten. Ja, man kennt auch aus der Physik die Induktion. Da ist es die Erzeugung einer elektrischen Spannung in einem Leiter. Okay? So, wir beschäftigen uns aber mit der Beweistechnik in der Mathematik, die vollständige Induktion. Warum? Naja, was ist das? Also, was ist die Idee dahinter? Wir haben eine Aussage, eine Behauptung, irgendeine Gleichung, Ungleichung, irgendwas, irgendeine Aussage. Und dann heißt es, die Aussage stimmt für alle n aus der natürlichen Zahl. Ja, es kann auch sein, für alle n aus der natürlichen Zahl, n größer gleich 3, n größer gleich 4, also vielleicht stimmt die Aussage erst ab einer natürlichen Zahl und dann stimmt sie für alles, was danach kommt. Ist die Aussage immer richtig. Okay? Und solche Aussagen kann man mit der vollständigen Induktion beweisen. So, was ist die Idee? Man nimmt zunächst, man hat einen Induktionsanfang. Okay, man fängt irgendwo an, da nimmt man einfach die kleinste natürliche Zahl und setzt in diese allgemeine Aussage das mal ein und dann macht man ein Checkup, jawohl, das passt. So, und jetzt kommt die Hauptarbeit. Schritt Nummer 2 ist Induktionsschritt. So, da ist die Methode die folgende. Wir nehmen an, die Aussage stimmt für n und wollen mit dieser Voraussetzung wollen wir beweisen, dass es auch für n plus 1 stimmt. Wenn wir das hinkriegen, dann haben wir es für alle natürliche Zahlen gezeigt. Warum? Das ist wie so ein Dominoeffekt oder wie eine Treppe. Bleiben wir mal bei der Treppe. Wir haben Stufen. Also erste Stufe, zweite, dritte, vierte und es geht unendlich so weit. Okay? Ich nehme jetzt an, für die n-te Stufe stimmt's. Für die n-te Stufe passt das. Okay. Und damit kann ich zeigen, dass auch die n plus 1 Stufe auch richtig ist. Naja, aber so habe ich ja dann fürs nächste auch gezeigt. Und fürs nächste auch. Dann wird es wie so eine Treppe. Dann habe ich es für alle gezeigt. Oder es ist irgendwie so ein Dominoeffekt. Das klickt den und das den. Und dann habe ich die Aussage auch wirklich gezeigt. Okay, also das sind die Schritte, die man macht. So, es kommt natürlich immer auf die Aussage drauf an, was ich machen muss. Okay? So, das ist mal grob die Idee. So, das muss man natürlich einüben und damit fangen wir auch an. Die erste Aufgabe, das wird sein die Gaußsche Summenformel. So, die ist bekannt. Ganz klassisches Beispiel. Bevor ich die Summenformel mal hinschreibe, erstmal machen wir eine kleine Reise in die Geschichte. Okay, was diesen Herrn Gauss betrifft. Die Frage ist, wie kommt man überhaupt auf solche Formeln, wie kommt man auf solche Aussagen? Es wird überliefert, also ich weiß nicht, ob das stimmt, man erzählt das so, als der Gauss klein war, jung war, ziemlich klein, also ich weiß nicht, 9, 10, 11, 12, irgendwie so in diesem Alter. Also so kenne ich die Geschichte, dann hat der Lehrer ihm eine Strafarbeit gegeben, dass er mal alle Zahlen von 1 bis 100 aufschreiben soll. Als Strafarbeit. Okay? Für die meisten Kinder ist es vielleicht eine Strafarbeit, für den Herrn Gauss war das keine Strafarbeit, das war eine Leidenschaft. Wahrscheinlich. Dann schreibt er die Summe bis 100 auf. Okay? So. Danach macht er Folgendes. Also so wird die Geschichte erzählt. Von 1 bis 100 schreibt er sie auf. So, und danach
Schreib dir sie nochmal auf, aber jetzt anders. Also hier 100, hier 99, hier 98, hier 2 und hier 1. Und dann sieht er Folgendes, dass die Summe von denen immer 101 ist. 101, 101, 101, 101, 101. Aha. Und das hat er ja 100 mal. Okay? Also 100 mal 101, das wäre das plus das. Weil er hat 101 plus 101 plus 101 und das 100 mal. Das heißt, die Summe von diesen beiden Zahlen wäre genau das. Okay? Aber er will ja nur die Summe von 1 bis 100 haben. Das heißt, das wird halbiert. Und dann hat er sofort die Summe von 1 bis 100. Ja, man erzählt, dass er so auf seine Summenformel gekommen ist. Das heißt allgemein, also hier Behauptung, die Summe k gleich 1 bis n, k, also das, was hier steht, k gleich 1 bis n ist 1 plus 2 bis n, das ist ganz allgemein n mal n plus 1 durch 2. Das ist die Gaußsche Summenformel. Also man erzählt, man berichtet, man überliefert, dass das so diesem Herrn Gauss passiert ist, als er sehr klein. Also beweisen wir das mal mittels vollständiger Induktion. Beweis. Also immer am Anfang, also die Aussage stimmt für alle n aus n. Für alle n aus n ist das richtig. Also wir starten mit unserem Induktionsanfang. Dann nehmen wir die kleinste natürliche Zahl, wo das stimmt. Das ist in dem Fall n gleich 1. Und jetzt setze ich einfach mal ein. Also ich habe die Summe von k gleich 1 bis 1. Naja, ich habe nur die 1, also habe ich auf der linken Seite nur die 1. So, hier 1 mal 1 plus 1 durch 2. Naja, 1 plus 1 ist 2, mal 1 ist 2, durch 2 ist 1. Also passt das auch, das ist 1. Also hier ist 1, das heißt die Aussage für n gleich 1 ist richtig. Und jetzt machen wir unseren Induktionsschritt. N nach n plus 1. Das bedeutet, n wird vorausgesetzt, n plus 1 wird gezeigt. Also, ich schreibe es immer hin, damit ich es vor meinen Augen habe. Schreiben wir wirklich hin, was ist die Induktionsvoraussetzung? Also die Voraussetzung ist, Behauptung stimmt für n. Und ich schreibe auch immer hin, was ist zu zeigen, damit ich das wirklich vor mir habe, was will ich zeigen, wo will ich überhaupt hin. Okay? Also zu zeigen ist, überall wo ein n ist, kommt jetzt einfach ein n plus 1. Also ich summiere bis n plus 1. Und habe dann hier n plus 1 und hier dann n plus 1 plus 1, also n plus 2 und dann halb. So, das will ich zeigen. Und merkt euch, wenn ihr in einer Aussage eine Summe habt, dann macht man immer, also wirklich immer dasselbe. Wirklich, merkt euch das, wenn man eine Summe hat. So, wir wollen jetzt das zeigen. Wir nehmen die Summe. So, und das, was man jetzt macht, ist immer dasselbe. Wir summieren einfach bis n. Also die Idee ist, ich will die Voraussetzung verwenden. Und die Voraussetzung geht ja, wenn ich bis n summiere. Und wenn ich eine Summe habe, dann kicke ich dieses n plus 1 Glied immer raus. Und dann habe ich ja nur noch die Summe bis n. Okay? Also ich summiere bis n und kick dieses n plus 1 Glied aus dieser Summe raus. Naja, und für kn plus 1, das wäre dann n plus 1.
Wieso mache ich das? Ja, weil ich die Voraussetzung verwenden möchte. Und die Voraussetzung summiert bis n. Okay? Das Ding, das kennen wir nach Induktionsvoraussetzung, ist das n mal n plus 1 durch 2. Okay? Also nach Induktionsvoraussetzung ist das n mal n plus 1 durch 2 plus n plus 1. So, und jetzt, deshalb schreibe ich es immer auf, dieses, was zu zeigen ist, ich will jetzt hier landen, also ich will irgendwie das machen. Naja, ich habe ja einen Bruch hier nicht, okay, dann bringe ich das mal auf einen gemeinsamen Nenner, das heißt, wir erweitern das um 2. Dann habe ich jetzt 2 mal n plus 1 durch 2. So, und ich möchte das, und das kriegen wir auch hin, indem ich n plus 1 ausklammer. Ich klammer hier n plus 1 aus. Dann bleibt hier ein n übrig und hier die 2. Wunderbar. Und das ist auch genau das, was ich möchte. N plus 1 mal n Quadrat. Also dieses 2 bezieht sich auf das hier. Also n plus 1 mal n plus 2 in Klammern durch 2. Und dann bin ich auch fertig. Somit ist die Gaußsche Summenformel gezeigt. Okay. Okay? Ich hoffe, dass die Methode klar ist. Induktionsanfang, man nimmt die kleinste natürliche Zahl und setzt es mal ein. Dann, Behauptung stimmt für n und ich will zeigen für n plus 1. Ich schreibe das immer hin, damit ich es sehe. Und dann, wenn ich eine Summe habe, oder bei, wenn ich ein Produkt habe, funktioniert das genauso. Ich gehe immer bis n und dieses n plus 1 Glied kicke ich mal raus. Und dann setze ich hierfür die Voraussetzung ein und dann muss ich halt schauen, wo will ich landen, wo will ich hin. Und dann müssen wir halt geschickt umformen hier. Das ist jetzt relativ einfach, muss man sagen. Es gibt aber Aufgaben, die sind natürlich viel schwieriger. Da muss man rumtricksen, da muss man vielleicht was hinzufügen und abziehen. Und also die sind dann nicht so einfach. Da muss man schon ein bisschen mehr schwitzen, ein bisschen mehr arbeiten. Bei dem jetzt nicht so viel. Aber genau. Gut. Dann schauen wir uns jetzt mal die nächste Aufgabe 2 an. Gut, also die Aufgabe 2 ist die folgende Behauptung. Wir haben eine Summe von k gleich 1 bis n. Hier 2k ist n mal n plus 1. So, das ist eigentlich dasselbe wie die Gaußsche Summenformel. Es ist vollkommen dasselbe, nur anders interpretiert. Warum? So, was steht hier? Also zunächst mal, ich setze es mal hier vielleicht in Klammern. Diese Summe hier, 2k, bedeutet, also 2 ist eine Konstante, also ich habe hier 2 mal 1 plus 2 mal 2 plus 2 mal 3 und bis n plus 2, also bis 2 mal n. So, die 2 kann ich jetzt ausklammern. Dann habe ich hier 1 plus 2 und so weiter bis n. Das heißt, ich habe hier 2 mal die Summe k gleich 1 bis n, k. Und wir haben jetzt in Aufgabe 1 schon gesehen, was diese Summe ist. Naja, nach Gauss ist das 2 mal n plus 1 durch 2. So 2, 2, die kriegen sich weg. Was bleibt übrig? N mal n. Das heißt, es ist eigentlich dasselbe. Ich kann die 2 auch hier ausklammern und dann teile ich durch 2. Dann habe ich hier genau die Gaußsche Summenformel. Es ist dasselbe, nur die Interpretation dieser Gleichung ist anders. Die Gaußsche Summenformel sagt, wenn ich bis n summiere, dann weiß ich, dass es immer n mal n plus 1 durch 2. Das war die Gaußsche Summenformel. So, was steht hier? Ich habe hier 2 mal 1 plus 2 mal 2 plus 2 mal 3. Das sind alles gerade Zahlen. Die Interpretation dieser Aussage ist, die ersten n geraden
Zahlen, also die ersten n geraden natürlichen Zahlen, ist n mal n plus 1. Wenn ich die ersten n geraden natürlichen Zahlen summiere, dann habe ich n mal n plus 1. Das ist die Aussage. So, wir haben es eigentlich schon bewiesen mit Gauss, aber wir wollen ja die vollständige Induktion verstehen und einüben. Deshalb beweisen wir das auch mit der vollständigen Induktion. Also wir starten wieder mit unserem Induktionsanfang. Dann nehmen wir die kleinste natürliche Zahl. Das ist in dem Fall n gleich 1. So, was habe ich hier? Hier summieren wir nur bis 1. 1 bis 1, also 2 mal 1 ist 2. So, was habe ich jetzt hier? N ist ja 1, also 1 mal 1 plus 1 ist auch 2. Passt wunderbar. Dann Induktionsschritt. Also n nach n plus 1. N wird vorausgesetzt, wir wollen n plus 1 zahlen. Schreiben wir es hin. Induktionsvoraussetzung. Behauptung stimmt für n. Zu zeigen, schreiben wir das auch auf, damit wir das vor uns haben. Wir summieren bis n plus 1 und haben dann hier, wo n ist, n plus 1. Und da, wo n plus 1 ist, haben wir n plus 2. Okay, nochmal. Wenn wir eine Summe haben oder ein Produkt oder sowas, wir summieren bis n plus 1. Um die Voraussetzung anzuwenden, müssen wir bis n summieren. N, das n plus 1 Glied, kicken wir raus. Und dann das, was rauskommt, nachdem wir die Voraussetzung dort auf, anwenden, müssen wir dann so umformen, dass wir auf diesen Term hier kommen. Okay, machen wir. Also, wir summieren bis n plus 1. So, um die Voraussetzung anzuwenden, gehen wir bis n, das n plus 1 Glied, kippen wir raus. K gleich 1 bis n. So, das n plus 1 Glied ist jetzt hier 2 mal n plus 1. Okay? Gut, das Ding kennen wir nach Induktionsvoraussetzung. Das ist n mal n plus 1. Das heißt, nach Induktionsvoraussetzung haben wir hier n mal n plus 1 plus 2 mal n plus 1. Und jetzt können wir wieder n plus 1 ausklammern. Und dann habe ich auch das, was wir wollen. Das ist n plus 1 mal n plus 2. Und das war hier zu zeigen. Gut, also die Methode ist immer das. Natürlich, das sind wirklich einfache Beispiele, aber zum Einstieg fangen wir mal ganz smooth, ganz an, fangen wir mal an. Und später, wenn die Aufgaben interessanter, schöner, die Aussagen sind interessanter und schöner, aber die zu beweisen, dann müssen wir ein bisschen mehr machen. Nicht, also die werden nicht so einfach sein, die werden schwieriger sein, aber alles Schritt für Schritt, Step by Step. Okay, gut. Ich hoffe, das hat euch geholfen, das bringt euch weiter, auch im Leben. Und genau, ich setze einen Punkt, ich bin am Ende vom ersten Teil. Und genau, vielen Dank fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.